gut, dann gehen wir mal dazu dem Weltboss und gucken, was beginnt in 0 Sekunden. Dann noch aus dem Weg. Ich muss warten. Ich habe euch bereits getötet. Und man kann ja auf dem Pferd, cool. Dann machen wir mal den Weltboss da platt und zeigen den jetzt, dass wir die Bosse dieser Welt sind. Ich wollte gerade sagen. Höhot, höhot. Ich dachte gerade, da stand Deutschland. Ödnis Deutschland. Ja, so sieht es auch in Deutschland aus wie hier. Irgendwas da, wo du wohnst. Ja. Irgendwelche Obdachlosen machen Ritual und tun üben. In der Müllsonne. Ja, von so einem riesigen Totenfall auf der Straße. Nicht so lange ich weil über sind so aufgespießte Köpfe und so Speeren. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht erstmal unsere unser Equipment wieder reparieren, aber wird schon klappen, ne? Ja, eigentlich schon. Nur noch 10%. Oh, ein Schatzgoblin. Ne, warte mal, war kein Goblin. Schon gut, oh. Hat sich erledigt. Erkunde ganz Kirchistan. Oh. Nein, ich will die Karte, nicht die Erfolge, die Karte. Oh. So, ich will die Karte aufrufen. So. Hat er ihn schon platt gemacht oder was? Irgendwo hier soll ein Weltboss sein. Oh ja, wir haben Kirgistan komplett erkundet. 54 von 54. So, also. Ich bin noch nicht bereit. Was ist jetzt hier was? Mit dem Symbol ist jetzt auch irgendwie weg. Ich bin noch nicht. Hat die eine Person gerade hier den schon platt gemacht oder? Hat immer noch hier rumlungern, oder? Hm. Ist er der Weltboss? Zieh deine Waffe. Gut, haben wir halt auch geklärt. Weiter geht's. Ja, pf, keine Ahnung. Ist jetzt auch kein Symbol mehr oder irgendwie sowas. Hm, ja, machen wir denn noch so. Trockenstäbe, da fehlen uns noch 4 Gebiete. Und ein Stützpunkt. Warte mal, Robert, wo uns noch Paragon-Punkte fehlen? Hier, Havesa. Oder Skolgen. Ich würde sagen, wir gehen nach Skosgladen. Weil da haben wir noch eine Menge, die wir nicht gemacht haben. Da können wir noch hinkriegen, locker. Ich will auch meinen legendären Dings. Wo ist Gorskel? Da oben. Da ist noch ein Wegpunkt, den wir nicht entdeckt haben. Wie auch immer wir das schon wieder geschafft haben. Ja. Barbaren tragen jederzeit ein ganzes Arsenal mit sich. Hey, der Heiler hat nicht meine Wut aufgefüllt. Besser als bei Null anzufangen. Hm. Jetzt muss ich erstmal warten, bis mein. Bis der Helm, den ich habe hier. Nutzt es weise.
Bis ich wieder bessere finde. Von denen kann ich noch ein Design freischalten. Hart erkauft. Ah, reparieren, reparieren. Zwölftausend. Wollt ihr mich umbringen? Okay. So weit mit jemandem geredet? Haben wir so irgendwie so einen Dialog aufgeploppt? Jetzt hat mit jemandem geredet. Ich habe es genau gehört. Hier können wir nirgendwo einen Trank hochballern, ne? Ich glaube, ich brauche eine andere passive Fähigkeit. War gar nicht der, den ich ich habe den durch Aussystem bekommen. Ich wollte schon sagen, ich habe den, das ist ein ganz schön blöder Effekt. Warum habe ich da zwei Punkte reingepackt? Ist halt was Besonderes. Nehme ich dann jetzt hier noch so? Ich weiß nicht, was ich hier noch für eine Passive nehmen soll. Blutungen, Stählung, na, das wäre auch gut, glaube ich. Hat Berserker Modus. Machen wir das. Der Nebel ist verschwunden und mit ihm die Ritter, die ohne Unterlass ihren Vater gepriesen haben. Was für ein Haufen Mist. Die war das. Warum spricht ihr mich an? Ah. Ich auch nicht. Nie gelernt, dass man nicht mit fremden Leuten reden soll, die aussehen, als würden die einen umbringen wollen. Ja, Schadensmoment. Wieder ein Aspekt für Berserker, für Barbaren. Das brauche ich nicht. Stilltruhe. Ja. Ich will einfach vorbeigehen. Das ist zu plötzlich. Hier ist nochmal Truhe. Na gut, wir schon mal hier sind. Aus dem Weg. Was ist hier passiert? Warum sieht das hier so schlimm aus? Ich habe erst vor ein paar Tagen nach ihnen gesehen. Das sind Cecils Enkel. Sieht euch um. Cecil hätte sie nicht allein gelassen. Er hätte das nicht zugelassen. Zwei kleine Jungen. Ihre Körper sind von Wasser aufgedunsen, als wären sie ertrunken. Wir müssen Cecil finden. Damit sind zwei vom Wasser entfernt. Sind lange im Regen gestanden. Hm. Ja, ne? Ah, was ist das denn?
dieses Riesenviech. Und diese Schlangen, die sehen aus wie riesige Regenwürmer. Ja, da war riesige Wildschwein oder so. Ja, ja, ich bin einfach vorbeigelaufen. So, eins hier. Ja. Na, ich bin so rötlich am Leuchten gerade. Ich brenne vor Wut. Wir bekommen gar nichts von meinen Aspekt irgendwie mit diesen, wenn ich im Berserker muss, bin dann brennen die Gegner um mich herum, obwohl ich glaube, ich habe den gar nicht ausgerüstet, oder? Okay, nee. Nee, ich habe das Aspekt glaube ich entfernt, aber ich habe da noch nirgendwo reingepackt, weil irgendwie besser eine Waffe ist. Ich habe schon mal meine Waffe. Ja, war so ein kleines Debakel. Ihn auch lösen muss offscreen. Da hau ich rein. Das ist gar nicht hier. Wer bist du denn? Nicht anfassen. Ich bin steril. Alles klar, Dr. Patrick. Sie denken also da auch voll, weil ich diese Statuen. Also schon auch irgendwie machen. Aber ich war wetten, da ist irgendwie was. Mit so einem Durchgang da unten. Gott. Aber so viele Gegner, ich muss da reinspringen. Ich bin noch nicht bereit. Da kommen wir wieder nach oben. Boah. Ich habe so einen Geheimgang oder so gefunden. Geht mir aus dem Weg, ja. Ihr Irren. Ich habe mich ja nur verirrt. Ich will jetzt halt nur wie Sachen kaputt gehen, weil ich mit meinem Pferd darüber renne. Such nach Cecil. Wo ist denn der Knabe? Ja, Ritterfuhl. Ida, Ida, oh. Ich kann euch hören. Cecil, ich hab doch alles gesagt. Es hat schon begonnen. Er ist weg. Was hat Cecil geholt? Ein Wicht. Etwas, was ist Cecil los? Ein ganz schlimmer Wicht. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wenn ihr mir helfen wollt. Ganz übler Wicht. Mich an der verlassenen Küste. Ein ganz böser Kerl. Ich werde ein Schurke sein, der böse. Böse? Okay, müssen wir sowieso hin, um Zeug zu erkunden.
Durch Quest kriegen wir auch ansehen, oder? Aber Quest abschließen. Ja. Ja. Okay. Passt dann. Hoi. Verlassene Küste. Oh, müssen wir hin. Ich bin ruhig, ich will dieses Tagebuch lesen. Oh, so ist gar nichts. So, das war eine Skelette. Was tun wir hier? Das ist eines ihrer Aufgaben. Ich stelle immer die wichtigen Fragen, ne? Ja. Wir müssen schnell handeln. Cecil und seine Enkel sind. Sind wir nur als Produkt von irgendwas Übernatürlichen da draußen? Im Dorf sollte es reichlich geben. Beim ersten Mal hat sie uns fast ausgelöscht. Beim zweiten Mal hat sie uns ganz ausgelöscht. Sammelt Haare, boah. Alter, ja, auf mich zu betreiben. Kommt mir nicht ein. Mit etwas unspektakulärer Tod gewesen. Voll ruhig, ohne Explosion. Oh, hier. Ja, 2 von 5. 2 von 5. Ja, neben der Hütte, wo wir losgegangen sind, ist auch schon 3. Ah, okay. So hier. Ein bisschen Wut muss sein. Da kommt das Killen ganz von allein. Der Tod von ganz allein. Ah, was ist denn die Sache? Eine ganz einsame Insel auf der linken Seite. Okay, kein Altar oder so. Ja, wenn sie dann einen hinpacken könnten, dann in diesen Ort. So, noch ein paar Haare erfinden. Sag ich, deine Rüstung repariert? Okay. Oh, hier ist was. Ja, war was. Oh Gott, guck mich auf, weil er. Okay, die gehen alle auf dich los, sehr gut.
Die Klappe, was ist daran gut, ey? Sind alle vor mir gespawnt, einfach an mir vorbeigelaufen. Tot. Wenn jetzt hier nicht ein Schrein ist, aber sie auch nicht. Nö. Zum. Hier ist nichts. Gibt's doch nicht, Mann. Wie mit unseren Gefühlen hier spielen. Sprich du mal schön für dich selbst an. Ich spiele mit deinen Gefühlen. Ich habe keine Gefühle. Ach bitte, ich habe keine Seele. Ach komm, bitte, ja, ich habe keine Seele. Nein, Thaddäus, ich meine, gut für deine Seele. Auch nicht schlecht, ey. Thaddäus hat noch nie einen Krabbenburger gegessen. Ja. Ich will diesen Dreck nicht mal sehen. Sehe ich etwa unsicher? Nicht wirklich. Das ist ein Herzinfarkt in einem Burger. Das ist ein Herzinfarkt im Brötchen. Ja, klar. Auch schon wieder. Wenn sie diese Leute nur an, wie sie diesen Dreck fressen. Ich muss. Schießt sich irgendwie Mayonnaise in die Kehle. Naja. Würde ich auch machen, ehrlich gesagt. Ich liebe Mayonnaise. Ich hasse Krabbenburger. Nochmal Haare. Ein paar Haare bitte. Haare? Eine klingt wie Thaddäus. Ich muss. So ein bisschen, jetzt so ein Haar. Komm. Ach, ich kann da unten Gold sehen. Ja, das ist das Breitschwert Heiliges, Daniel. Das brauchst du unbedingt. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Das ist das Beste, was immer der Legendär ist, du hast. Ja, wahrscheinlich. Das ist es ja. Oh, ist dieses Fake neu, denn nee. Am Glück habe ich schon 5 von 5. Na ja, Super Mario RPG ist draußen. Ja, ja, gestern glaube ich. Das ist ein Remake, ne? Weiß auch nicht. Weil die haben ja, habe ich einen Short gesehen von dem Original. Ja, das kam, glaube ich, damals Super Nintendo oder so raus, das Original. Ja, das kann gut sein. Ich hatte aber irgendwie... Also das sah sehr, jedenfalls sehr alt. Ja, wenn wir ein neues Spiel oder so. Es gibt's auch Hogwarts, gibt... Nee, ich weiß nicht, ob das eine komplette Kopie ist, aber... da 1:1 Vergleich gemacht hat, aber ich glaube, das Spiel war halt neu. Nicht ja. Hogwarts gibt's jetzt für Switch. Oh, sehr geil, dann können sich wieder einige Leute aufregen. Jetzt gar nicht, was da irgendwie los. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist, aber irgendwie Leute haben sich irgendwie über das Spiel aufgeregt oder so, weil irgendwie die Schreiberin irgendwie hier. Ich hab dir ihren Namen vergessen hier. J.K. Rowling. Ja, genau. Weil die irgendwie, weil ich, die tun immer bei Twitter irgendwie einige merkwürdige Sachen irgendwie so sagen. Ja, das machen viele Leute, die berühmt sind. Ja. Oh, wo ist denn der Teil?
Hat da ganz gut. Es ging ja irgendwie darum, dass Hogwarts halt besser ist, weil alles. Pass auf, das wird draußen. Ich muss warten. Ja, da haben die schon irgendwie Einschränkungen gemacht, irgendwie hat Word-Funktion fürs. Was auch immer das heißen soll, ganz ehrlich. Alles klar, das ist ein Spiel für die PS5 und neue Xbox. Ich glaube nicht, dass die Switch damit mithalten kann. Das war nichts Neues. Ja, hoffentlich wird das nicht so zerstört wie Mortal Kombat, ey. Hm. Ja, dann holst du dir auch PlayStation Portal, oder wie das heißt. What? Ist ja, da hast du die PlayStation 5 halt. Das ist wie der Bildschirm da. Den du da mit dir. Achso, ja. Hab ja, gibt's auch für PlayStation 5. Da kannst du halt PlayStation 5 halt tragbar spielen, praktisch. Da hab ich gesehen. Ah, eigentlich. Das war voll geil. ich hab auch so einen Firlefanz nicht, ey. Ich find sowas eigentlich nicht schlecht, so. Ich hab schon damals für die Wii U gemacht, hier so ein. So einige Spiele so hier hab's so ein gefunden. Handtipp. Oh Gott sei Dank. Ich finde sowas eigentlich nicht schlecht. Aber das reicht nicht. Suchen wir am Strand westlich. Wenn du irgendwie so weit so gechillt irgendwie was spielen willst, irgendwie. Stell dir mal irgendwie das Ding hier anzumachen am Fernseher oder so. Ist einfach vom PC, hast du das Ding vor dir. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt für. Weil nicht. Mir reicht das schon bei der Switch, muss ich jetzt nicht noch auch noch für ja, PlayStation haben. Film, Daniel. Ja. Hab den Trailer nur gesehen. Der arme Mann. Die Leiche ist so aufgedunsen, dass ich nicht sagen kann, ob ich. Würde ich ja gucken, aber er kommt ja immer zu blöde Zeiten. Kann er noch etwas zu diesem Ritual beisteuern? Ritual. Ich habe gar nichts davon gehört, dass er hier überhaupt kommt in Deutschland. Ja, falls da kommt, meine ich. All das passiert ist. Wir benutzen das Haar des Lichts. Kommt er nicht erst nächstes Jahr oder so? Also nicht. Gibt es eine mächtige Druidenstätte? Trefft mich dort. Irgendwelche Videos da gesehen? Use. Aber irgendwie war mich so gestern oder so habe ich halt erst gesehen, irgendwie so ein Digimon MMO gibt es jetzt irgendwie. Davon weiß ich nichts. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter oder so, weiß ich nicht. Habe ich aber gestern erst zum ersten Mal von gehört. Ich weiß davon gar nichts. Irgendwie Digimon Rumble. Jetzt nicht Rumble Arena, aber irgendwie irgendwas mit Rumble. Digimon Rumble Arena! Bible! Bible! Come on, Victory! Honig-Gelee! Honig-Gelee! Ich hab nie verstanden, was die gesagt haben. Ja, deswegen, ich habe immer Honig-Gelee verstanden. Ich verstehe immer nur Bubble Bläh, Booty Bläh, Booty Bläh. Aber das Spiel war geil. Ja, ja. Hab's irgendwie mehr davon, hab ich gar nicht gewusst. Den zweiten Teil habe ich nie gespielt, ey. Oh, ja, schon gereicht, da waren so die ersten drei Staffeln, so alles danach ist nicht mehr so wichtig, fand ich. Oh, Festung, Stützpunkt meine ich. Öffnungsschimmer, mein, das ist ja mal mein Name. Da ist für Stufe 62. Ja, die Barrikade ist dann 61. Draußen auf den Felsen. Pass auf, wer weiß, wozu die in der Lage ist. Einer Charakter, der stellt immer die wichtigen Fragen. Das ist ein Leuchtturm. Warum bringt das Signal nicht? Oh nein, das sind Wichte. Nein. Das ist fällt mir jetzt was ein. Wir sind Wichte. Böse und, Wichte. Wir sind die und ein Dreckarbeiter. So. Jetzt ist da schon wieder Weltboss irgendwo. Das ist von Cosmo und Wanda. Wir sind Wichte, böse Wichte, wir sind die Bösen in dieser Geschichte.
ein Drecksarbeiter, weiter, nein! Ja. Na komm, die Dreckarbeiter. Oh nein, sie kommen! Hm. Oh, Trank. Nur so ein rotes Leuchten gesehen. Am Boot, alles in Butter auf dem Kutter. Das ist eigentlich Captain Blaubeer, Daniel. Ob ich den kennen? Ja. Da gab es damals so eine ganz coole, so eine Show, ey. Mit Puppen. Ja, ja. Weil da ist Puppen, aber. Habe ich mir mal wieder das Intro. Die haben ja immer so einen Ending-Song gehabt, ey. Die immer wieder gesungen haben hier. Alles im Lot am Boot, alles im Butter auf dem Kutter. Da weiß ich nicht mehr. Oh, habe ich mir mal wieder angehört. Das gerade mal noch so wieder aussieht, so mit so einem blauen, mit so einem roten Pulli, glaube ich, ne, und so eine Mütze. Ja, ja. Und halt blöd. Ich bin noch nicht bereit. Serie war seiner Zeit voraus. In der einen Folge da hat er so eine Kochschürze an, wo dreimal KKK drauf steht. Wo stand das denn? Das stand überall in den, das stand überall in den Kommentaren. Eine weiße Schürze, wo drei große K sind. Alter, das geht nicht. Ist der Daniel schon wieder hin? Wo verstand das denn? Er ist unser bester Mann. Unser bester Mann. Keine Ahnung, irgendwie was mit Kombüse oder sowas. Oh, ne, warte mal. Wir müssen andersrum. Jetzt bin ich echt schon hier lang gekommen. Wie kommen wir da nicht rüber? Denn kein Blöd ist der Dummfisch angebrannt. Dummfisch angebrannt, alles im Lot am Boot. Alles im Butter auf dem Kutter. Okay. Das war meine Ultimate. Ach so. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab gar keine Ultimate, was mit Wasser. Ja, hier kannst du allen Scheiß erzählen. So, wer will mal schnuppern? Nein, das ist Gegengarant, der wie so ein Psycho. Ah, du bist das. Wer ist hier? Ich mache auch Schaden. Ich bin auch. Das sind natürlich nirgendwo Gegner. Irgendjemand? Da. Na, ich habe die Glocke kaputt gemacht. Mit dieser Welle. Nein. Das können wir ja nicht bimmeln. Ich muss warten. Komm her, du Wicht. Ein ganz schlimmer Wicht. Oh, ich hab die Winde auf dem Rücken.
Mach die Barrikade kaputt. Okay. Ich weiß nicht, warum ich aus Reflex meine Welle eingesetzt habe. Oh, ein heiliger Prügel liegt da am Boden. Der Tisch hat nur auf mich abgesehen, ey. Und die scheiß Schule ab. Ach, du bist ein Apfelkartig. Ich hab gerade gesagt, ich hab die Spule. Ja, ich denke die ganze Zeit nach, warum ist denn hier so ein Quest-Symbol die ganze Zeit? Ja, das aber verfolgt mich das. Wo muss ich denn hin? Ich glaube hier in. Ja. Hier oben rechts. Oh, hier ist gut. Ich weiß, wo hier ist. Ja. Ja. Ja, schon da. Ultimate, ja. Yeah. Oh, immer halb lang, Leute. Oh. Nicht so viel Schaden. Zwingt mich nicht leicht aggressiv zu werden. Ah, oh, guck doch mal. Nein. Oh, der hat mich in den Schuss Druckwelle gemacht und dann hat er mich in die Suppe da reingehauen. Der hat mich umgebracht. Ich muss warten. Alter, ich bin gleich schon wieder tot. Ja. Du musst mal so viel Schaden hier machen. Boah, ich bin schon wieder tot. Ey, was ist denn das? Wodurch nehme ich so viel Schaden, ey? Ich habe ja nicht mal irgendwelche Gegner in der Nähe bei mir. Alter, ich bin angekettet. Lass mich hier durch. Hoha. Wer macht hier so viel Schaden? Hoha, Mann. Ich habe keine Tränke mehr. Nein. Ja. Das war ein Debakel. Ich weiß nicht mal, was mich umgebracht hat die ganze Zeit. Der Gegner immer einen Schaden. Ich war ja nicht mal in der Nähe von Gegnern. Ich weiß nicht mal, was mich mal. Ich muss okay. So, alles wieder voll. Alle Tränke wieder. Meine Güte. Gott, deine Skelette stehen ja alle so im Kreis. Ja. Der perfekte Kreis. Ich bin so kurz vorm Level Up. Ein paar Runden meine ich. Okay. Schon wieder diese Hexe. Nein, da ist eine andere. Bereit.
Ich muss warten. Ich hab halt geboxt. Ich bekomme nur legendäre Ringe immer. Ist dann nicht gut. Warum ist er denn nicht so gut? So. Ein Hoffnungsschimmer. Achso, ja, soll ja ein Leuchtturm sein. Paragon-Punkt halten. Noch ein anderer Spieler. Ach, und hier ist eine Dungeon erschienen. So, ich rum erstmal wieder hier einen Punkt Stärke. Oh, was haben wir da? Totenbeschwörer. Gegner mit Schnitterschaden zufügen. Hat eine Chance von 10% unter dem Ziel eine Pestarche zu erzeugen, die 40% Bonusschaden verursacht. Dieser Effekt kann nur einmal alle drei Sekunden auftreten. So, noch 35 Punkte, dann kriegen wir unser Paragon-Dinger. Ich glaube, wir sollten mal jetzt zu dem Erkundungspunkt gehen. Ist noch ein Erkundungspunkt, der uns fehlt. In diesem Gebiet. Oh. Pferd klingt genauso wie meins. Ja, ne? Ja, ne? Komm aus dem gleichen Stall. Von derselben Mutter verlassen. Was, du greifst einen albtraumhaften Drecksarbeiter an? Na, ja, der greift mich. Also, der greift mich an, wenn du das machst. Ja. Das ist ein Dreckspisser. Was, du bist nicht frisch? Wie hat er gesagt? Was ist denn der dann? Ist da runtergekommen? Das ist unten rechts. Das ist so ein Weg, da kannst du runterspringen. Ich sehe dich auf der Karte. Ich sehe auf der Karte, wie du verwirrt bist. Welches greift einen entfachten Drecksarbeiter an? Ich greife überhaupt niemanden. So, was haben wir hier? Wo kommen die Ertrunkenen her, Daniel? Maroven. So. Das Dorf ist ruhig. Gibt es keine Arbeit mehr? Wir haben schon seit vor dem letzten. Hier ist es zu ruhig. Was stimmt hier nicht? Zu viele Ertrunkene an der Küste. Sie gehen an die Stockfischvorräte. Aber die sind eigentlich für den Winter gedacht. Ich sehe, dass ihr den einen oder anderen Kampf mitgemacht habt. Wenn ihr die Ertrunkene, also ein paar Kämpfe haben wir gemacht, ne? Wir haben Dinge erlebt. So. Und dann, wir haben Geld. Höllenflut, oh nein! So, warte, tötet ertrunken, ne? Alles klar. Oder immer du sagst. Guck mal, die andere Quest ist, wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, wenn der Höllenflut ist, ne? Warum dann nicht, ne?
Und warten nochmal, das ist das, wo wir irgendwie müssen wir Sachen töten, dann müssen wir so Truhen öffnen, ne? Oder ist das irgendwas? Wollen wir nochmal das mit den PvP-Punkten, ja? Das hast du für uns? Hm? Was meinst du zusammen? Das hast du für oder was? Ja, ja, kann sein, weiß ich nicht. Die können wir gegen Dings hier eintauschen, gegen Designs, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob das, was wir da mal gefunden haben, das einzige ist. Ach, Fergus. Was ist mit Bennen passiert? Er war mein bester Freund. Vor zwei Wochen. Er war mein bester Freund. Das ist mit ihm passiert. Und kehrte nicht zurück. Ich habe gehört, sein Schiff wäre auf den Felsen hinter der Sturmbrecherbucht auf Grund gegangen. Wurde in Stücke gerissen. Ich würde ja selbst die Küste absuchen, aber ich kann ihn nicht so sehen. Mit Wasser vollgesogen. Also ich kann ihn jetzt nicht sehen. Ich habe gerade gegessen. Wir sind sehr empfindliche Menschen. Ich kann das nicht. Könntet ihr nachsehen? Ich kann ja. Er hat eine Tätowierung am Hals. Einen Seemannsspeer. Nicht zu übersehen. Ah, gut. Wo ist das? Das ist doch voll weit entfernt, Mann. Naja, wir machen jetzt erstmal. Wir schlachten jetzt erstmal 100 Ertrunkene ab. Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oder kriege ich eine Menge. Los. Okay. Nicht solange ich in der Stadt bin. Dann machen wir mal ein paar Gegners platt. Ja, war noch gerade hier, Mann. Ballrock. Ich bin noch nicht bereit. Brutschen, Brutschen. Seid ihr betrunkene, ertrunkene? Was trinken wir auf jeden Fall? Die sehen wir relativ lebendig aus für ertrunkene. Ja. Ins Gesicht. Ah, gequältes Geschenk des Schutzes. Hier ist war jetzt aber nur eine Truhe irgendwie. Jetzt machen wir noch mehrere. Mit den Dinger reinpacken können. Noch laufen. Da hat gerade jemand im Chat nach ein schleimglitschiges Ei gesucht. Ist ja widerlich.
berühren. Ich muss warten. Seid ihr auch Typen, die wir erledigen müssen? Ich glaube ja, ja. Au. Ich bin noch nicht bereit. Spaß aus. Ja, ja, alle auf einen Haufen. Kein Schaden. Nur sehr wenig. Oh. Kann ich noch mal eine Truhe oder so? So, irgendwie ist nur eine Truhe hier auf der Karte. Nee, sind zwei. Ich habe so das Gefühl, weil die sind Geschenk der Waffen, Geschenk des Schutzes und so. Ne? Also nehme ich mal an. Also ich persönlich würde gerne mehr Waffen haben. Ich hab mir die Truhe. Ich muss machen. Also ich mach die Truhe der Waffen auf. Ich mach legendäre Waffen ab. Falls mal welche bekomme. Du kriegst das ständig irgendwas. Und hier würde ich meine legendären Waffen packen. Wenn ich eine hätte. Wenn ich eine hätte. Ich wollte gerade sagen, du bist wie der, ey. Wenn ich eine hätte. Oh mein Gott, geht mir aus dem Weg. Ich feg euch einfach unter dem Teppich. Okay. Ja, wir müssen ja 100, wir müssen ja 100 Gegner hier töten. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was du eher brauchst, was eher Rüstung oder Waffen? Ich bin noch nicht bereit. Rüstung habe ich genug, ne? Du hast ja nur zwei, ne? Oder eine. Ich muss ja vier Waffen erfarben. Der hat auch nicht schon wieder am Weltboss. Hängen in 9 Minuten. Ich glaube, wir müssen mal irgendwann dahin, wenn wir irgendwie weit nicht. Vor der spawnt. Ja. Oh Gott! Daniel, wo bist du? Nur rechts. Waren Bären und so. Und so Hauertypen. Die haben mich gehaut. Ja,
Drauf, drauf, immer drauf. Das wäre schon so ein menschlicher Bogen, ne? Mit so viel Schaden. Ja, genau die. Erde bebt. Was hat das ein neuer Gegner? Ich muss warten. Dieses WLAN Licht. Ich muss warten. Ich muss warten. Hey, yo. Boah, nur Material. So, wo war denn die Waffentruhe? Mal gucken, wie viel er braucht. Alter, ihr seid gefährlich. Dieser Altar ist leer. Dupf. Ihr müsst was hat er mich da geredet? An jedem Schrein entzünden. Wenn das erledigt ist, haben wir eine Möglichkeit, den Licht zu finden. Denkt daran, die Geister wollen uns nicht hier haben. Und jedes Mal, wenn ihr einen Schrein entfacht, werden sie nur wütender. Versucht nicht zu schreien. Na, genau wie ich. Ich will das nicht alleine machen. Ich werde auch immer wütender. Ja. Und dann werde ich mächtiger. Da ist das Bock. Na. Machen wir mal die Dinger hier an. Aua, aua. Die schießen auf mich. Ich wollte das Ding anmachen, Mann. Ich will das wagen. So. Ich bin noch nicht bereit. Oh ja. Werden immer wütender, je mehr Dinger man macht. Jetzt schon vorher auf mich losgegangen. Oh, den Geist habe ich voll gegeben. Wir müssen den Geist sein. Ich muss machen.
Hey, wie geht's da unten? Noch mal aktivieren. Ja, muss ich noch aktivieren? Ja, klar. Bra. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich habe jetzt alle aktiviert. Oh, nice. Wegen mir alles. Was war das? Was ist das? Hast du das gesehen? Ja, das war unheimlich. Was ist das? Aber hier, die Inschrift. Sie führt uns zu ihm. Sein Versteck liegt nördlich von hier. Aber da ist eine Warnung. Es gibt eine Prüfung. Prüfung oder nicht? Ich hasse Mathe. Es endet jetzt. Macht euch auf den Weg. Mein Taschenrechner aber nicht dabei. No. Oh, nice. Ah, Paragon-Punkte. Oh, und ich habe gerade aufgelevelt, also habe ich jetzt 5 Paragon-Punkte. Boah.